Hallöchen, meine Lieben. Ich habe endlich mal wieder ein Buch zu Ende gelesen, diesmal alleine, ohne meine Tochter, also für mich selber. Und ich möchte gerne dazu eine kleine Review euch machen, beziehungsweise euch meine Meinung dazu sagen. Gut, ja, ich denke, wir fangen gleich sofort damit an. Um das es heute geht, ist von Cassandra Clare aus der Chroniken der Unterwelt-Reihe City of Glass. City of Glass ist genauso wie also die vorigen Bücher auch, also wie die ganze Reihe. Das ist Jugendfantasy und ich habe jetzt für dieses Buch fast 2 Monate gebraucht. Ich glaube, es war ein ganzer Monat und 28 Tage plus minus ein Tag. Ich glaube eher minus ein Tag. Und Cassandra Clare ist ja ein Pseudonym für Judith Rumlett. Sie ist am 27. Juli 1973 in Teheran, also in Iran, geboren. Und City of Glass ist das dritte Buch der Chroniken der Unterwelt-Reihe. Im Original ist das Buch 2009 erschienen unter dem Namen The Mortal Instruments Book 3 City of Glass beim Imprint Simon & Schuster's Children Publishing Division New York. Und in Deutsch ist das Ganze 2009 erschienen im Arena Verlag. Und dieses, was ich hier in den Händen halte, ist die vierte Sonderausgabe und die ist 2013 erschienen, also 4 Jahre später, nachdem überhaupt das Buch erst auf Deutsch erschienen ist. Wir gehen mal von außen hier dran, so wie bei den anderen Büchern davor. Ich gehe mal hier näher, damit ihr es besser auch sehen könnt und näher zu euch. Wir haben hier Säulen, Ornamente, die so ein bisschen an dieses ganze Mystische erinnern. Und hier vorne haben wir so, wie nennt man die, so Statuen, so Gargoyles, ne? Und die sehen so aus wie Dämonen. Auch hier haben wir so einen Dämonenkopf. Wir haben hier in der Umrandung solche Ornamente auch nochmal eingestanzt. Und auf dem Bild sehen wir auf jeden Fall Hochhäuser. Ich kann euch nichts sagen, weil es mich an keines dieser Hochhäuser erinnert mich an New York. Also alle Hochhäuser sehen so ein bisschen gleich aus. Aber die sollten wahrscheinlich, also ich nehme mal an, weil ganz besonders, weil die ganze Geschichte spielt in New York. Aber in New York oder nicht? Doch, ich glaube in New York. Ich bin mir jetzt erst überhaupt voll unsicher. Egal, also auf jeden Fall spielt es irgendwo in Amerika. Und wir haben hier auf jeden Fall Vollmond und wieder diese Krähen. Die hatten wir auch schon in den vorigen Büchern drauf, ja? Krähen. Innen drin, im Innenleben dieses Buches, haben wir 717 Seiten. Es ist das dickste Buch, was ich bisher aus dieser Reihe habe. Die vorigen Bücher hatten, glaube ich, 500 noch was und 400 noch was und danach 500 Seiten und das hier hat 717. Es sind 20 Kapitel und jedes Kapitel ist über 30 Seiten lang. Das heißt, das sind echt wirklich ganz, ganz dicke Kapitel. Deswegen habe ich mir auch die Praxis angewandt, also bei diesem Buch die Praxis angewandt, mir das Ganze nochmal zu unterteilen. Das heißt, ich habe mir die halt eben unterteilt, weil ich finde, dass man, wenn man halt eben so ein gewisses Ziel halt schon vorher hat, bis wo man hinlesen möchte, es dann etwas flüssiger funktioniert, das Lesen, als wenn man es bis zum nächsten Kapitel schaffen möchte. Und dann fällt irgendwo auch die Motivation. Man fängt an, halt eben so ein bisschen nur drüber zu lesen, nicht wirklich in die Geschichte einzutauchen, weil man einfach nur vorwärts kommen möchte.
Also wie gesagt, 20 Kapitel. Und diese 20 Kapitel sind auch noch einmal in drei Teile eingeteilt. Und jedes dieser drei Teile hat ein, fängt mit einem Zitat aus einem anderen Buch an. Das habe ich ja auch schon bei den anderen Büchern gesagt, sehe ich als ziemlich positiv, weil bei Clockwork hat es mich zum Beispiel ziemlich genervt, dass vor Anfang jedes Kapitels, nicht jeder Teil, sondern jedes Kapitels, auch nochmal ein Zitat da war und ich mich gefragt habe, für was jetzt, warum so viele Zitate? Hier gibt es auch keinen Prolog. Das ist wirklich das erste Buch in dieser Reihe, was kein Prolog hat. Die anderen beiden, soweit ich mich erinnern kann, hatten eins. Dieses hier hat aber ein Epilog. Zum Inhalt, genauso wie in den anderen Büchern oder beziehungsweise in der ganzen Reihe, haben wir hier die Protagonistin Clary, die im ersten Band hier eigentlich wie ein ganz normales Mädchen wirkt. Und das ist auch ihr Gedanke dabei. Sie hat eine Mama und die Mama hat von ihrem Papa erzählt, den sie nie kennengelernt hat, der wohl gestorben ist. Doch dann auf einmal kommt Clary in eine Disco und sieht Menschen, wie Menschen einen anderen Mann, also beziehungsweise Leute einen anderen Mann umbringen. Und sie sieht das, aber ihre Freunde sehen es nicht. Ihre Freunde nehmen diese Menschen um sie herum nicht wahr. Diese Freunde nehmen auch diesen Mann um sie herum nicht wahr. Also alles ist so, als ob sie mehr sieht, als die anderen es sehen. Und auch diese Leute, die sie nicht sehen sollte, sind verblüfft, dass sie sie sieht. Denn normale Menschen sehen sie nicht. Und diese Leute, die den Mann umgebracht haben, das sind Schattenjäger und der Mann war im Endeffekt eigentlich ein Dämon. Und die Schattenjäger unterscheiden sich von den Menschen deswegen, weil sie Engelsblut in sich tragen, was ihnen besondere Kräfte verleiht, mit dem sie dann auch Zauberglanz zum Beispiel anwenden können, um unsichtbar für normale Menschen zu werden. Das ist aber noch nicht alles, denn nachdem Clary halt eben festgestellt hatte, dass sie etwas sieht, was andere Menschen nicht sehen, wird auch noch ihre Mama entführt und sie muss sich darum bemühen, ihre Mutter wiederzufinden. Sie stellt auch fest, dass sie genauso wie diese Schattenjäger genauso eine Schattenjägerin ist. Sie ist also eine geborene Schattenjägerin, die einfach nur ihre Kräfte noch nicht kontrollieren kann, weil sie sie noch nicht erlernt hat. Plus auch noch, sie muss feststellen, dass ihr Vater nicht wirklich tot ist, sondern auch ein Schattenjäger ist und auch noch der Bösewicht der Reihe ist. Nicht nur das, denn sie muss auch noch feststellen, dass sie auch nicht ein Einzelkind ist oder beziehungsweise war. Sie lernt Jace kennen, in den sie sich am Anfang verliebt und dann stellt sie fest, dass es ihr Bruder ist. Und das kommt in so einen ganz eigenartigen Gefühlschaos, weil sie nichts voneinander wussten. Sie wussten nicht, dass sie Geschwister sind und bla und sie dürfen das nicht. Sie dürfen diese Gefühle nicht haben und so weiter und so fort. Aber mit dem Eintauchen von Clary in dieser neuen Welt findet sie auch natürlich auch neue Freunde. Sie erfährt auch von dem besten Freund ihrer Mutter, dass es eigentlich auch ein Werwolf ist und sie schließt neue Freundschaften, aber es ist auch noch ein Protagonist, aber ein Nebenrollenmensch dabei, ein Nebencharakter dabei, der immer an ihrer Seite ist, der auch dabei war, als bevor sie festgestellt hat, dass sie eine Schattenjägerin ist. Und das ist Simon. Und Simon ist immer an ihrer Seite, egal was passiert. Auch wenn sie die gleichen Gefühle für ihn hat, die er ganz gerne möchte. Aber auch Simon macht im Laufe dieser Reihe eine ziemlich große, sehr große Veränderung durch. So, und jetzt kommen wir zu meiner Meinung und falls ihr
die vorigen Reihen noch nicht, also die vorigen Bücher noch nicht gelesen habt oder beziehungsweise dieses Buch noch nicht gelesen habt, würde ich, könnte es sein, dass ich euch ein bisschen spoilere und das möchte ich nicht. Also das heißt, ihr müsstet jetzt das Buch lesen und danach könntet ihr euch das Ganze nochmal angucken. Also, meiner Meinung nach, also mir gefällt bisher diese Reihe sehr gut. Ihr wisst, dass ich ziemlich enttäuscht war von der Clockwork Trilogie. Also so ziemlich enttäuscht. Ich mochte sie ja gar nicht. Also enttäuscht ist da überhaupt das schlechte Wort dazu. Entweder ich war in der falschen Zeit oder einfach Cassandra Clare ist in der falschen Zeit mit ihrer Geschichte. Es ging alles für mich unglaubwürdig. Ich konnte das Ganze nicht nachvollziehen. Ich kann es immer noch nicht nachvollziehen. Und ich frage mich, was sie sich dabei gedacht hat, als sie überhaupt die Clockwork-Theologie geschrieben hat. Natürlich, also Clary ist erst einmal echt wirklich eine wunderbare Hauptprotagonistin. Ich mag sie sehr. Sie ist so jemand, der alles anpackt, der ihr Ziel nicht aus dem Auge lässt. Das ist das, was ich zum Beispiel bei Tessa ziemlich bemängelt habe, dass sie eben gefühlt im zweiten Band ihren Bruder so ganz vergisst. Ganz vergisst, warum sie da ist, ihre Kräfte nicht benutzt, während Clary, als sie dann feststellt, welche Kräfte sie dann hat, sie ausführlich benutzt, sie benutzt und auch auf Ideen kommt, wie sie sie am besten benutzen kann. Auch hier in diesem Band benutzt sie ihre Kräfte auf die hervorragendste Art und Weise, während bei Tessa, ich glaube, da brauchte man erstmal 10 Anläufe, bevor sie dann gesagt hat, ja okay, sie macht es jetzt. Natürlich halt eben sowohl Jace macht sowieso so eine Veränderung durch. Er startete, finde ich, im ersten Buch ziemlich stark, also als ein starker Nebencharakter und schwächelte dann irgendwie vollkommen ab. Ich finde, hier ist er generell ziemlich schwach. Er ist, ob es jetzt seine Gefühle für Clary sind oder ob es um irgendwas anderes geht, ich weiß es nicht, aber er wirkt so, als ob er immer schwächer und schwächer wird, also als Charakter überhaupt in dieser ganzen Geschichte. Und Simon ist halt eben, ja, er war auch davor und ich finde, je länger er halt in dieser Geschichte drin ist, desto stärker wird er. Also das Gewicht wird irgendwie auf Simon verlagert, während Jace echt wirklich anfängt, halt seine Ausstrahlung und seine Stärke halt eben zu verlieren in der ganzen Sache, die hier läuft. Was ich halt eben noch festgestellt habe, als ich mit diesem Buch fertig war, dass ich mir ganz gerne gewünscht habe, dass diese ganze dass es hier sich um eine Trilogie handelt und sie zu Ende ist. In diesem Band hat man wirklich ein reibungsloses Ende, ein niedfesten Schnitt in der ganzen Geschichte. Das heißt, es kommt eigentlich nichts mehr, wenn man denken würde, okay, jetzt auf jeden Fall. Es gibt nur eine Sache hier in diesem Buch, die erwähnt wird, so nebenbei, wo man denken könnte, okay, es könnte eine Sache sein, die in den nächsten Büchern eventuell noch an Wichtigkeit gewinnt. Aber an für sich ist hier ein nahtloses Ende. Es ist ein Ende, es ist ein Happy End, alle sind glücklich, alle sind froh, alle haben das bekommen, was sie wollten und es ist zu Ende. Und würde ich jetzt nicht wissen, dass es da noch 3 Bücher gibt, würde ich denken, dass es wirklich eine Trilogie ist. Denn es gibt hier keinen Cliffhanger. Beim ersten Buch hatten wir den Cliffhanger, dass Clarys Mama immer noch im Koma ist. Beim zweiten hatten wir den Cliffhanger, dass Clary am Schluss mitgeteilt wird, dass dass es eine Möglichkeit gibt, ihre Mama aus dem tiefen Schlaf zu erwecken. Dann denkt man sich so, ja, sie wird jetzt da jetzt, ne, also alles daran geben, was sie ja auch hier in diesem Band tut. Und aber hier am Schluss im Epilog gibt es wirklich nur so einen ganz kleinen Anhaltspunkt, um was es sich danach später drehen könnte. Und alles andere ist komplett abgeschlossen. Die ganze Geschichte ist komplett abgeschlossen. Ja.
Und das ist halt eben wirklich, ich habe auch bei Goodreads, hat mir die Rezension natürlich durchgelesen, weil ich dachte, okay, so als ich mitten in diesem Buch war, weil ich dachte, was würde mich dann da noch so erwarten, damit ich mich auch so ein bisschen motiviere, da weiterzulesen. Und ich muss sagen, dass bei Goodreads genau das bemängelt wurde, was auch ich als Mangel ansehe, dass für mich diese Reihe eigentlich mit diesem Buch abgeschlossen ist. Und aber man nicht nachvollziehen kann, warum es für Cassandra Clare nicht abgeschlossen ist. Ich bin halt echt wirklich gespannt. Denn ich lese ja jetzt weiter. Ich bleibe jetzt erst einmal in der Welt von Cassandra Clare. Denn als nächstes lese ich City of Fallen Angels aus der Chroniken der Unterweltreihe. Und das ist das letzte Buch, was ich hier als Buch da habe. Und danach möchte ich ganz gerne eine Pause einlegen. Ich weiß, die meisten würden jetzt die Hände auf den an ihren Kopf hauen und sagen, was machst du da? Ich möchte aber ganz gerne hier einen Cut machen und ganz kurz nach diesem Buch ein Päuschen hinlegen, ein Buch lesen und dann eine andere Reihe starten. Weil nämlich ich das Gefühl habe, dass ich in jedes Buch, in das ich von Cassandra Clare reingehe, ich in jedem Buch die Clockwork-Theologie sehe. Und das hat eigentlich Chroniken der Schattenwelt so was von nicht verdient, weil es sich ganz gehoben abzeichnet von der Clockwork-Theologie. Ich weiß nicht, wie die anderen Theologien sind, diese Dunkle Mächte-Trilogie da, es gibt ja auch noch diese Dark Artificials und keine Ahnung, also halt eben auf jeden Fall die anderen drei Trilogien, die danach ja normalerweise folgen, da weiß ich ja nicht, wie die dann sein werden, aber hier, also bei dieser Reihe hier, habe ich schon gemerkt, dass ich wirklich, wenn ich anfange, sie zu lesen, dass ich da mit so einem halt wie mit so einem schlechten Gewissen reingehe, weil ich denke, das wird eh nichts, es wird mir nicht gefallen. Und deswegen möchte ich ganz gerne diese Pause machen. Und nachdem ich City of Fallen Angels zu Ende gelesen habe, was ich denke, dass mir ziemlich schnell gelingt, denn dieses Buch hat nur 517 Seiten, das hatte 700 noch was, also es ist reichlich dicker als dieses hier und auch die Kapitel, also ich bin jetzt gut durch die Kapitel durchgekommen und die Kapitel sind ausreichend kurz, also das sind keine wirklich langen Kapitel, nicht über 30 Seiten und wenn es über 30 Seiten hat, dann habe ich es mir eh sowieso eingeteilt, damit ich da zügig durchkommen kann, ohne dann eine Leseflaute zu kriegen. Ja, und nachdem ich das hier gelesen habe, ist meine Vorstellung eigentlich, dass ich erstmal, Entschuldigung, ein dünnes Büchlein zwischen den nächsten werde. Das werdet ihr dann sehen, wenn es soweit ist. Und nach diesem kleinen Büchlein, was ein einzelnes Buch ist, werde ich dann wahrscheinlich erst einmal in die Welt von Sarah J. Maas. Nein, Lisa J. Smith. Abtauchen, nämlich in die Tagebuch eines Vampirs-Reihe. Da habe ich auch nicht alle Bücher, aber ja, bei der bin ich auch mir so ziemlich unsicher. Aber dazu kommen wir dann, wenn es soweit ist. So, wie gesagt, City of Fallen Angels gefällt mir bisher gut, aber es hätte, finde ich, nach City of Glass wirklich nicht wirklich folgen müssen. Es hätte schon gereicht, wenn noch City of Glass da wäre und danach alles andere hätte man nicht schreiben müssen, finde ich. Falls ihr da anderer Meinung seid oder falls ihr meint, ja doch, es brauchte wirklich noch weitere Bänder zu den Chroniken der Unterwelt, könnt ihr mir das unten drunter schreiben. Natürlich, jeder hat da seine eigenen Wünsche und Vorstellungen. Das ist natürlich jedem selber überlassen. Falls ihr jetzt eine andere Meinung auch zu City of Glass habt, könnt ihr mir ganz gerne unten in die Kommentare schreiben.
und es mich wissen lassen. Und wir können ja auch mal drüber diskutieren. Ansonsten hoffe ich, es hat euch heute gefallen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ich wünsche euch noch viel Spaß beim Lesen. Und bis zum nächsten Video. Bis dann. Ciao.